Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, wir sind da, wo wir beim letzten Mal schon waren. Wir sind noch immer auf der Flucht. Ich weiß noch nicht, wo ich sie trennen soll. Aber ich weiß, dass ich sie trennen muss. So, gelbe Pikmin, go! Ich brauche wieder eine Brücke. Warte mal, Brittany. Lauf hier hoch. Kann ich wenigstens etwas Slalom laufen. Ist es hier oben? Gut. Wieder ein Stück laufen. Und wieder hier im Kreis laufen. Warten, bis es runtergeplumpst ist. Und dann kann ich mich hier hinstellen. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich glaube, traurigerweise muss ich einmal Oli mal eben kurz Ich hab's geschafft, ich habe ihn festgebackt. Das einzige Problem ist, es hat halt auch meine Pigments. Ja, ich muss es einmal als Ball verprügeln. Um es da wegzukriegen. Tötet es! Oh oh, oh oh. Nur die Roten. So. Warum? Warum so wenige? Ich frag noch mal, warum so wenige? So, einmal da. Der hat offenbar einen schnelleren Weg gefunden. Ich versuche den jetzt darum zu loopen. Und ich warte damit mit dem Bau wirklich, bis der sich dahingestellt hat. Den Kampf kann man auch wirklich nicht an einem Tag schaffen. Dafür ist er wirklich zu krass. So, da kommt Fatty McFatFat. Captain, nur um die mal eben kurz einzusammeln. Und du, lauf!
Wo auch immer die letzten 10 sind, ignorieren wir mal. Jetzt muss diese Brücke erstmal gebaut werden. Na komm und hol mich! Ich glaube, die wurden alle unterwegs gefressen. Ja, die wurden höchstwahrscheinlich alle unterwegs aufgefuttert. Jetzt kann die ganze Farce nochmal beginnen. Ja, warum hat diese Lebensform uns auf Olima abgesehen? Das ist tatsächlich ein Rätsel, was nicht gelöst werden kann. Wahrscheinlich, weil er den Überlichtschlüssel bei sich hat und die Kreatur davon angezogen ist. Könnte ich mir vorstellen, weil Gold und Gold. Auf jeden Fall direkt nochmal dort landen. Und einfach, um das Problem nicht zu haben, lasse ich Brittany im ersten Bereich und lasse sie da fliehen. Ich habe noch eine riesige Armee. Ja. Und mit der anderen mache ich den Weg so lange auf. Ich kann das Viech dann auch viel, viel besser loopen. Das Schöne ist, das Viech tut Olima nix. So, hier rein. Ich habe mir aber auch selbst vors Bockhorn geschlagen. So, 10 Helfen tragen. Jetzt kann ich alles andere ignorieren. Die Viecher, die haben es nicht so mit dem Leben. So, die lasse ich jetzt direkt bis hier hinrennen. Mit ihnen will ich die Bomben holen. Ich hoffe, ich kann sie nochmal holen. Ja, kann ich. So, rein da. Ihr macht das schon. Ich könnte die auf der anderen Seite der Map haben und die würden der trotzdem noch hinterher rennen. Ich müsste hier aber trotzdem einmal kurz einen Stopp machen. Für die. Und den kleineren Loop noch nutzen. Weil da ist immer noch dieses beschissene Netz.
Doch, extra gelbe dafür nehmen, weil die kann ich am weitesten werfen. Einfach durchrennen. Gar keine Beachtung schenken. Jetzt muss ich hier den Weg aufmachen. So, let's go! Und jetzt kann ich hier arbeiten. Einmal kurz hier trennen, weil ich ja gesehen habe, dass hier links... jetzt gleich auch so eine Stelle ist, wo man hier sammeln muss. So, du läufst jetzt mit denen dahin. So, jetzt kann ich hier weiterarbeiten. Und das friedlicher als gerade eben. So, ein bisschen hier rumlaufen, damit ich ein bisschen mehr zum Verwenden habe. So, das Viech ist knapp hinter denen. Ich lasse die jetzt hier wieder durchrennen. Würde die Herzeit von allen von den dreien wirklich am schwersten. Ich zähle jetzt Oli immer nicht mit, weil der ist bewusstlos. Der hat gerade zweifelsohne ein schlechtes Leben. Okay, Brücke ist fertig. Hier noch ein bisschen... eben kurz die Karte aufdecken. Okay, die hat noch ein bisschen Zeit. Wollte jetzt nur mal gucken. Dann sammeln wir jetzt unseren anderen Kollegen ein und arbeiten da oben weiter. Hä? Habe ich irgendwo welche verloren? Ach, die gammeln alle noch da hinten. Lieber Herr Captain, geh die doch mal bitte holen. Ah, ich kann hier welche von denen eben kurz opfern, um mir ein paar gelbe zu holen. Ja, das Viech kommt schon relativ nahe. Ich lasse die jetzt mal weiter rennen. Ach, verdammt, noch eins. Ich brauche noch einen. Warte mal. Den kriege ich doch bestimmt da hochgeworfen. So, go! Let's go! Wie nah ist das Viech? Die haben noch eine Weile. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Ich denke mal, da drüben werden nur die Gelben benötigt. Let's go, Captain. Und das Licht ist da, ja. Wie viel Zeit mag vergangen sein? Ich kann noch immer kaum klar denken. Ein goldenes Wesen, Lebewesen verfolgt mich. Ich habe keine Pigmente mehr. Ah, die Müdigkeit nimmt zu. Mein Anzug versetzt mich wohl wieder in Schlaf. So, jetzt heißt es hier lang. Wie nah ist es? Noch ein bisschen Zeit, aber ich schicke die trotzdem mal schon da hoch. Komm, tötet es. Mach die Wand kaputt. Okay, ich kann die jetzt vom Prinzip her eigentlich auch hier loopen. Also kann ich die jetzt mal hinterher schicken. So, let's go. Los. Ich meine, da hinten ist schon der Ausgang. Die brauchen noch etwas. Kommt, ich glaube an euch. Lass sie ihn sicherheitshalber mal wieder loopen. Und renne mit denen schon mal voraus. Ah ne, die kann auch hier hin. Let's go! Ja, und hier findet jetzt gleich der Bosskampf statt. Der wird auch richtig anstrengend. Da kann ich mehrere Kapitäne nicht gebrauchen. So, jetzt hängt alles von den Kleinen ab. Lauft! Fliegt! Dieses Viech! Ulima! Und dafür hat man ihn geschleppt! So Leute, es ist soweit! Der letzte Kampf! Er beginnt! Gegen den größten Gegner der Welt. Greife die Plasmatropfen an, die sich von der Kreatur abspalten. Der Typ ist wirklich extrem gefährlich. So, Attacke! Jetzt muss ich auch passen, was da aus dem Kristall rauskommt. Es ist Wasser. Also, go Wasser-Pigments. Hallo? M-
Macht so viel kaputt wie möglich! Wo ist das letzte Pikmin? Egal, hab's. So. Immer aufpassen. Macht so viel kaputt wie möglich. Da die gelben rein. Let's go. Vier Pikmins habe ich bereits verloren. Ich habe Infos aus ihm rausgeprügelt. Okay, erst das, weil das kann sich bewegen. Ja, greif mir Flüge-Pikmin an, wenn es sich in der Luft befindet. So. Wir kommen in die heiße Phase. Es hat mich weggeprügelt. Let's go! Es ist verprügelt. Ja, Leute, das war das mit der Story, ne? Oh, so war das also. Dann zeigen Sie mir, dass ich mich nun erst vorstelle. Ich bin Captain Olimar. Ich bin der Kapitän der Dolphin. Louis ist mein Kollege, doch er ist ein tölpelhafter junger Mann. Ich werde später ein ernstes Wort mit ihm reden. Bitte verzeihen Sie ihm. Sie haben ganz schön was durchgemacht. Nebenbei, ist es nicht dies, wonach Sie gesucht haben? Unser Überlichtschlüssel. Zum Glück, wir sind gerettet. Captain Olimar, das Schicksal muss uns hier zusammengeführt haben. Okotato liegt auf unserem Weg zurück. Können wir sie mitnehmen? Danke, das wäre eine große Hilfe. Unser Raumschiff ist flugunfähig. Hunger! Ja. Und hier endet die Geschichte. Von mir und meinen Eskapaden. Oh, die Pikmin. Ob die wohl verstehen, dass dieser Abstieg wahrscheinlich für immer ist? Da ist das blöde Gespenst schon wieder. Ohne die Pikmin hätten wir es nicht geschafft, nicht wahr? Irgendwann kommt bestimmt noch Pikmin 4. Das stimmt. Auf Wiedersehen, meine kleinen Freunde. Aber Leute, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das ist nur das Finale von der Hauptstory gewesen. Jetzt kommt noch die Bonus-Story. Danach haben wir die Bosskämpfe, die mache ich, glaube ich, einfach nur so. In meiner Freizeit. Weil sind jetzt nicht spannend vorzustellen. Wir haben noch diese Mini-Missionen. Einmal, wo man Gegner tötet, wo man Früchte sammelt und wo man, glaube ich, einfach Schätze sammelt. Und dann haben wir natürlich noch den Mehrspieler-Modus, aber dafür brauche ich erst einen Kollegen, der herkommen kann, was mittlerweile ja recht schwer ist.
Aber die Hauptstory haben wir auf jeden Fall fertig und ich bin schon gespannt, wie die Bonus-Episode aussieht. Aber wir sind da jetzt endlich angekommen. Ich habe jetzt hier extra schon eine Pikmin-Woche gemacht, weil ich jetzt 5 Videos am Stück aufgenommen habe. Ist kein Witz, ich sitze hier seit 2 Stunden. Einfach weil es gerade so spannend war. Ja, warum die Adrake abstürzte, ist es. Das ist ein Unfall gewesen. Keiner weiß wieso. Vielleicht erfahren wir in der Bonus-Episode ja warum. Das wurde nämlich im Pikmin 3, also jetzt nicht das Deluxe, sondern wirklich dem richtigen Pikmin 3, niemals aufgelöst, warum die Drake abgestürzt ist. Ob das jetzt ein Systemfehler war, ob die abgeschossen wurden und es nicht sichtbar war. Man weiß es nicht. Ja, und hier kommen jetzt die Credits. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Hauptstory. Ich lasse jetzt die Credits laufen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.